Willkommen bei Legendary Games. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute Teil 3 von You Don't Know Jack 2000 erschienen und es geht abwärts beim dritten Teil. Das ist der Untertitel. Wir hatten ein Interview mit dem Herrn Taschner, der spricht die Stimme von Cookie, dem Moderator von You Don't Know Jack. Und wer sich dafür interessiert, schaut einfach mal den Kanal nach dem entsprechenden Video oder hört sich die nachbearbeitete Podcast-Folge dabei an, wo alle Äs, Ös, Pausen und sonstiger Unsinn rausgeschnitten sind. Große Empfehlung von mir. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne ein Abo dalassen bzw. auf iTunes, Spotify und Co. uns bewerten. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, unseren Kanal zu verfolgen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei und freue mich auch, wenn ihr eure Freude daran habt, was wir so im Retro-Gaming-Bereich erleben. Ich gehe jetzt gleich rein ins Spiel. Ich muss dazu sagen, ihr seht es gleich, es läuft auf dem PC-Emulator. Und wie immer ist es ein Sprachspiel. Das bedeutet für mich auch, dass ich relativ wenig sagen werde, denn Jacks Stimme trägt ja das Spiel. Viel Spaß beim Zugucken und wenn ihr irgendwas gewusst hättet, bitte nicht zu hämisch damit, ab in die Kommentare. So, jetzt schauen wir mal. Na? Muss nur noch funktionieren. So, das ist natürlich perfekt. Ich halte an der Stelle mal kurz an. Und es geht weiter bei You Don't Know Jack. Genau, in dem Teil kriegt man immer entweder oder Fragen. Ich mache natürlich Seilhüpfen. Weiß ja nicht, ob wir Leute sind, die unter 18 sind. Ja, ich will ja nicht, dass mein YouTube-Kanal Probleme kriegt. Willkommen auf Etage 101, dem Stockwerk für das Obsessive. Ich hoffe, die Lustschreie unserer anderen Gäste werden Sie nicht allzu sehr beim Seilspringen stören. Wie viele Kandidaten haben wir denn heute? Sie sind allein? Ja. Das macht nichts. Sind wir nicht alle irgendwie allein? Wie viele Fragen möchten Sie gerne spielen? 7? 13? Okay, prima. Bitte tippen Sie nun Ihren Namen ein. Spiel mal 13 Fragen, gar kein Problem. Wir sind die Legendary Games. Ausgezeichnet, danke sehr. Wie Sie sich vermutlich erinnern, ist Ihre Spielertaste das B. So, Ihr Herr und Meister Jack wartet schon in seinem Studio auf Sie. Also rücken Sie Ihr Hundehalsband zurecht und winseln Sie schon mal um Gnade. Seilhüpfer-Fraktion. Oh, nee, da sind Sie eigentlich falsch bei. Aber wo Sie schon mal da sind, treten Sie ein. Okay, die Ledermasken aufgesetzt, die Lackstiefel angezogen und ab geht's. Mit Ihrer Spielertaste bestimmen Sie den Einsatz für die nächste. Stimmt, da gibt's ja. Oh, wow, schön. Eine Menge Kohle. Hier ist die Kategorie. Wasch es, dann küsse ich es vielleicht. Und nun die Frage. Wenn Sie Fußfetischist sind, welche Wegstrecke macht Sie dann am heißesten, weil sie eine Seemeile. Fuß enthält? Eine Seemeile ist 1,85 Kilometer lang und hat damit über 6000 Fuß. 1,857. Und wenn Sie die alle geküsst haben, dann brauchen Sie die Mutter aller Labello-Stifte. Versuchen Sie mit Ihrer Spielertaste einen möglichst hohen Betrag zu erwischen. Ah. Kategorie für diese Frage. Sadisten an der Küchenmaschine. Okay, 3000 und ein paar Zerquetschte sind zu holen. Wenn es Sie sexuell erregt, Sahne zu schlagen, welche Speise zuzubereiten, stimuliert Sie dann nicht?
Mousseau Chocolat, Windbeutel, süße Schillerlocken oder Käsesahne. Also Käsesahne hat natürlich Sahne, Windbeutel hat Sahne, süße Schillerlocken. Die echte Mousseau Chocolat enthält keine Schlagsahne. War geraten, war 50-50. Macht aber nichts, denn eine Mousse enthält steif geschlagenen Eischnee. Na, macht sie das heiß? Also zusammen ist es wesentlich unterhaltsamer noch. Ah. Schatz, du riechst etwas streng. Und hier ist die Frage. Viele Frauen stehen ja auf graumelierte Männer. Aber was bevorzugen Frauen, die auf Jagdmeliert stehen? Männer mit Tarnanstrich, Männer in Tierfällen, Männer mit entstellenden... Ja, das weiß ich. Ich war bei der Bundeswehr. Das ist der Tarnanstrich. Jagdmelierung ist die Tarnmusterung auf Uniformen und Kampfgerät. Tja, bei der Bundeswehr gewesen hat sich doch gelohnt. Die so getarnten Männer im Bett oft gar nicht finden. Die Bundeswehr. Ach eben, und wenn ein möglichst hoher Geldbetrag... Ah, geht. Die Schnitte, wie bitte? Oh, jetzt kapier ich's. Nein, Reimen. Reimen, oder? Reimen ist immer schwierig. Schnickschnack-Frage. Muss das wirklich kesseln? Okay, und so läuft's. Sie kriegen von mir jetzt einen Schnickschnack-Satz. Und Sie sollen mir sagen, womit sich dieser Schnickschnack reimt. Sie haben 30 Sekunden Zeit, um die Antwort zu erraten. Aber alle 1,5 Sekunden ziehe ich ein bisschen Geld ab. Nun denn, Satzzeichen wegdenken. Womit reimt sich dieses? Kessle. Sprich. Fessle mich. Los geht's, tippen Sie die an. Altes Buch. Fessle mich. Sie hingegen gehen hier eher entfesselt zu Werke, wie mir scheint. Ja, ich habe alles gewusst, die ersten vier Stück. Die etwas andere Obsession. Das trifft sich gut. Bleiben wir also noch ein wenig bei Almodovars Film Fessle mich. Wenn Pedro Almodovar einen Nachfolgefilm mit dem Titel Nudle mich dreht und Nudeln dabei im Wortsinn versteht, was kriegen wir dann zu sehen? Leute, die sich gegenseitig mästen, Leute, die wild miteinander kopulieren, Leute, die sich gegenseitig massieren oder Leute, die sich eng umklammern. Also Nudeln sind nicht eng umklammert, massieren auch nicht. Ich hätte jetzt gesagt, mästen ist es normalerweise. Nudeln, so hieß ursprünglich das Gänsemästen. Ja. Und tatsächlich wird ja so manch genudelte Frau danach erheblich dicker. Jetzt ist ihr Zeige... Ah, da waren 7000! Tiere in Reizwäsche. Na dann. Woody Allen verhält sich zu... Was sie immer über Sex wissen wollten. Wie Brüder Grimm zu Kuh mit... Schalpero. Woody Allen zeigte in dem Film, was sie schon immer über Sex wissen wollten, ein Schaf mit Strapsen. Und Charles Perrault schrieb als erster das Märchen vom gestiefelten Kater auf. Ja, das war jetzt nicht so schwierig. Tja, ja, Schafe mit Strapsen. Ich muss sagen, da sind mir Dukatenkacken der Esel im Zweifelsfall lieber. Drücken Sie im richtigen Moment. Und hier die Kategorie. Pfui, Sie haben es sich verdient. Okay, startklar. Hier ist die Frage. Wenn Sie Ihren Sexurlaub statt bei Neckermann-Reisen diesmal bei Nekromantie-Reisen buchen, was erwartet Sie dann am Urlaub? Nekromant. Sex mit riesigen Steinstatuen, Sex mit... Zwei oder drei. Sex mit Toten oder Sex mit... Nekromantie ist tot. Also muss es Nekromant der Totenerwecker sein. Nekromantie ist die Beschwörung der Geister von Toten. Kleiner Tipp, lassen Sie die Geister von Marilyn Monroe und Clark Gable beschwören. Dann müssen die Ihnen beim Fummeln zusehen. Hauen Sie auf Ihre Spieler... Nein, schon wieder so niedrig. Die Leuten gehören, die für so einen Betrag einen Zeigefinger krumm machen, von mir aus. Die Kategorie. Wenn Slips sich so verdächtig wölben... Na, für das Geld kann man es falsch haben. ...mit Transvestiten, also sowas wie Tutsi mit Dustin Hoffman...
Miss Doubtfire. Dustin in Tutsi 2 nicht als Transvestit, sondern als Transversale auftreten soll. Wo spielt der Film? Mathe. Vermutlich im Haus eines Prägen. Transversalen sind Geraden, die geometrische Körper schneiden. War jetzt auch möglich. Sachverhalt jetzt einen Witz reißen, das ist mir schleierhaft. Ja, was ist? Nächste Frage. Drücken Sie Ihren Buchstaben um den Eins. Endlich mal ein richtiger Frag. Oh, gut. Also, ich erkläre Ihnen mal kurz, wie das Ganze vonstatten geht. Wir zeigen Ihnen jetzt gleich jeweils zwei Ausdrücke, die beide etwas miteinander gemeinsam haben. Und dazu erscheinen jeweils Begriffe, die möglicherweise zu den beiden Ausdrücken passen oder auch nicht. Drücken Sie Ihre Spielertaste dann, wenn ein Wörtchen auftaucht, von dem Sie glauben, dass es zu den vorgegebenen Ausdrücken passt. Für jede richtige Antwort gibt es 1000 zu beiden. Euro. Aber Achtung, keine vorschnellen Zeigefingeraktionen. Denn jedes Mal, wenn Sie daneben tippen, kostet Sie das 1000 Euro. Am Ende der Frage gibt es noch eine Bonusrunde, bei der es nochmal extra Geld zu gewinnen gibt. Kleiner Tipp für die Bonusfrage, merken Sie sich die Antworten aus der regulären Spielrunde. Alles soweit begriffen? Wenn nicht, zu spät, denn wir düsen los. Nikolausens Werkzeug. Route. Und Wünschel. Wünschelrute. Was haben diese beiden Ausdrücke gemeinsam? Sag. Nein! Oh! Top. Wo der Stecker rein muss. Route, Dose. Dose, war einfach. Lederband. Und woran man sich Riemen. Riemen. Dose. Unfähiger Mensch. Und Mus. Pflaume. Ja. Erhöhter Platz im Theater. Empore. Balkonien. Balkon, Route, Dose, Nudel. Feige. Feigenblatt. Passt doch. Nicht nachlassen. Jetzt geht's noch um den Feige, Nudel, Balkon, Dose, ja, ist irgendwas Sexuelles. Handelt es sich bei allen um? Nee. Nee. Ja. Spitznamen für Geschlechtsorgane. Hey, die Hände auf den Tisch lassen, ja? Soweit so gut. Und so sieht Ihr augenblicklicher Kontostand aus. Nicht schlecht. 47.000. Oh, 10.000 waren vorher zu sehen. Da schmeckt's gleich doppelt so gut. Okay, dass Sie leicht pervers sind und gern Sahne schlagen, haben wir bereits festgestellt. Aber wenn Sie Ihre Sahne gerne mit Ochsenziemann schlagen, und zwar mit Original-Ochsenziemann, woraus sollte der Ziemer dann sein? Aus dem Glied eines Stiers, aus dem Schwanz eines Ochsen, aus der Zunge eines Ochsen. Keine Ahnung. Oder aus einem Holzstock und Lederriemen. Das immer was Sexuelles ist, würde ich sagen, das Glied, aber nur geraten. Also keine Ahnung, das weiß ich nicht. Der Ochsenziemer wurde ursprünglich aus dem getrockneten Zeugungsglied eines Stiers hergestellt. Aufgrund dessen, dass er mich ständig sexuelles Zeug fragt. Kühe immer irgendwie heiß gemacht haben, wenn man sie damit geschlagen hat. Versuchen Sie mit... Ja. Das ist doch nicht zu verachten. Okay, die Kategorie. Rück mein Auto raus und zieh dich aus. Fertig oder nicht? Hier kommt die Frage.
Wenn Sie auf übergewichtige polnische Männer stehen, welche der folgenden Stimmen würden Sie dann am meisten anmachen? Diese Stimme? Verschau, Dorkman, Kugelo. Diese Stimme? Ja, naprawdę uwielbiam gołąbki. Diese Stimme? Obiecie babci są najboli. Oder diese Stimme? Ja lubię katliate. Keine Ahnung. Keine Ahnung, echt. Die 4, die 1. Ich habe zwar nicht verdient, aber ich verrate Ihnen trotzdem die richtige Antwort. Ja, naprawdę uwielbiam gołąbki. Die 2. Uwielbiam kiełbas. Super. Wenn ein verlockender Betrag. Ja, das geht auch nochmal. Durchaus eine Summe, über die man reden kann. Die Kategorie. Küss meine Runzeln. Wussten Sie, dass Gerontophilie die sexuelle Hingezogenheit zu alten Menschen ist? Ja? Nee. Für Sie. Und hier die Frage. Wenn Tenor Luciano Pavarotti lange auf die Stimmlage alt stand, jetzt aber die nächsthöhere Stimmlage liebt, wie könnte er die neue Liebe dann... Bass, Tenor, Alt, Sopran. So, o Bariton, sei meines Lebens hebgesonnen. So? O Sopran, zieh dich aus, du ziehst mich an. Oder so? O Tenor, den ich zu meiner lieber Chor. Oder gar so. O Sonett, zier dich nicht, komm ins Bett. Danke, Luciano. Zwei. Alt ist die zweithöchste, Sopran die höchste Stimme. Das war einfach, aber er ist ein Tenor. Ein Sopran in Ekstase soll allerdings doch etwas sehr schrill klingen. Das glaube ich auch. Oh. Wenn Sie zwei Worte sehen, die zusammenpassen, drücken Sie Ihren Buchstaben. Liegen Sie richtig, gibt es Geld. Hauen Sie daneben, kostet Sie das Geld. Aber... manche Begriffe ergeben nur scheinbar ein Paar. Das Wortpaar muss zu diesem Fingerzeig passen. Das Objekt meiner Begierde. Also, merken Sie sich den Fingerzeig gut. Das Objekt meiner Begierde. Die Decke. Ja. Lolli. Kojak. Ein Einsatz in Manhattan. Ja, Spiegelbild ist klar. Alte griechische Sage. Kekse. Geld. Blonde Frau, Jane, was weiß ich. Jane ist Tarzan. Seele. Ja, das war ordentlich. Sie haben alle sieben geknackt. Oh, und keiner da, um Ihnen zu applaudieren. Aber das ist eine Hammersumme übrigens, ne? 72.000 muss man erstmal schaffen. Also soweit You Don't Know Jack 3. Das war soweit You Don't Know Jack. Wir hören uns jetzt noch eine Werbung an. Die gibt es auch in Teil 3. Und danach sage ich einfach weiter zu Teil 4.
denn es gab ja 4 Stück und ihr könnt alle 4 auf unserem Kanal sehen. Ist das was, ja? Und ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und hört auch mal in das Interview rein. Es lohnt sich wirklich. Macht's gut. Ich grüße euch schon mal an der Stelle und nach der Werbung ist das Video auch zu Ende. Ciao! Also anscheinend habe ich kein Glück heute mit der Werbung, aber es gibt Werbungen. Ich werde an der Stelle einfach mal das Video abbrechen. Schaut euch in Teil 1, 2 und 4 die Werbung an, da sind auch welche drin. Macht's gut, bis bald, ciao.